Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Das Klassenfoto deiner Mutter druckt immer noch. Google Earth hat angerufen, deine Mutter steht im Bild. Deine Mutter arbeitet auf der Baustelle, auf dem Kran, als Gegengewicht. Donald Trump hatte deutsche Vorfahren. Na toll, jetzt sind die Deutschen auch noch am Dritten Weltkrieg schuld. Reisetasche auf, Katze raus, Hosen rein. Katze raus, Handtuch rein. Katze raus, Kulturbeutel rein. Katze raus, Shirts rein. Katze raus... Bescheuerte Wortspiele über Vegetarier kann man sich echt schinken. Kochbuch so, ganz mit Honig-Whisky-Kruste Schinken. Kochbuch so, ganz mit Honig-Whisky-Kruste an Gnocchi mit Romanesco. Dazu ein Sauvignon Blanche. Konto so, Reis. Du isst heute Reis. Nur Reis. Ich hasse es, wenn Leute mit ihrem Smart Parkplätze blockieren, statt ihn einfach mit in den Laden zu nehmen. Wisst ihr, warum der Weihnachtsmann seine Zugtiere nicht durch Pferde ersetzt? Es würde sich nicht rentieren. Wenn ich sterbe, will ich von meinen Gruppenprojektpartnern ins Grab gelassen werden, damit sie mich noch ein letztes Mal hängen lassen können. 2016, Trump wird Präsident. 2019, District 7 gewinnt die Hungerspiele. Früher habe ich mich wie ein Mann in einem Frauenkörper gefühlt. Und dann wurde ich geboren. Ene mene miste, gut, dass du nicht siehst, wie ich deine Freundin fiste. Ene mene mu, nur die Kamera schaut zu. Egal wie groß dein Penis ist, irgendwo in Afrika gibt es einen 9-Jährigen, der einen längeren hat. Am 1. April einfach mal einen Koffer mit einem folgenden Zettel drin am Hauptbahnhof stehen lassen. April, April, die Bombe ist in einem anderen Koffer. Snickers und die Baumwolle ist gepflückt. Trump darf nicht gewählt werden. Der Weltkriegs-Hattrick soll Deutschland gehören. Ein Mann geht durch das Rotlichtviertel. Auf der anderen Seite sieht er eine Frau hinter der Scheibe, die ihm gefallen könnte. Er geht hin, klopft gegen die Scheibe und fragt, wie viel? Sie antwortet durch die Scheibe, 450 Euro. Ist das nicht etwas viel? Fragt der Mann. Darauf die Frau, ist ja auch doppelt verglast. Gestern zwei kleine Kinder am Strand gesehen, die Sandburgen gebaut haben. Habe sie kaputt getreten und anschließend die Burgen zerstört. Wenn Trump Präsident wird, werden sicher viele Arbeitsplätze geschaffen. KZ-Wärter und so. Ich würde niemals auf die Idee kommen, alle Dicken in einen Topf zu werfen. Die passen ja sowieso nicht rein. Er, mein Penis ist so hart, sie zu finden. War heute das erste Mal im Fitnessstudio, hab direkt meinen Schrank aus dem Fenster geworfen. In meinem Zimmer hat es nur Platz für einen Schrank. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.